Abend. Heute ist der 12. April 2014 und wir sind wieder zurück im smoggigen, staubigen Kathmandu. Wir haben exakt, ja, nicht exakt, aber ungefähr 7 Stunden für 200 Kilometer gebraucht, was hier in Nepal ganz normal ist. Achso, ich wollte noch zeigen, das habe ich in Pokhara gekauft. Ist das nicht geil? Hä? Hatja Café Kathmandu. Und das ist so geil, dass der Hartmut, der Nachmacher, sich auch eins gekauft hat, in Blau. So, heute Morgen bei der Abfahrt im Hotel sind wir gesegnet worden. Marie, komm mal bitte. Komm mal mit, schnell. Nein. Doch. Ich bin Produzent, du kommst jetzt hier rein. Wir haben alle so einen schönen roten Punkt bekommen. Jetzt bei uns Jungs kann man den nicht mehr so gut sehen. Ist es drauf, Hartmut? Ist es drauf? Ich glaube, es ist drauf. Gut, hier schöner roter Punkt. Und so einen schicken Schal, das war wirklich sehr, sehr feierlich. Und es hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Kommen wir zu den Straßen hier in Nepal. Es ist Zeit, ein kleines Halbzeitresümee zu ziehen. Wir sind jetzt genau 2 Wochen hier und haben noch 2 Wochen vor uns. Seid in Deutschland, ich kann es nur wiederholen, seid in Deutschland mal dankbar für die Verhältnisse, die wir dort haben. Weil hier, Straße, ist mal was ganz anderes. Ne? Wie gesagt, 7 Stunden für 200 Kilometer, das ist wie wenn du mit dem Navi eingibst, hier kürzeste Route, das dauert auch ewig. Was wir ebenfalls bemerken müssen, ist das Essen. Das sagt unseren europäischen Mägen einfach nicht zu. Ich habe seit 2 Wochen Durchfall. Wir freuen uns einfach auf ein richtiges Schnitzel oder mal ordentlich bei McDonald's oder weißt du, auch wenn McDonald's der größte Schund ist, sagt der Mann, der Werbung dafür gemacht hat. Das hat keiner gehört. Ist egal. Jedenfalls, ihr wisst, was ich meine. Leitungswasser ist auch so ein Ding. Ist hier jetzt nicht wirklich trinkbar. Kann man in Deutschland ohne weiteres machen. Wassergespültes WC, gut, haben wir hier im Hotel, aber es ist im Land auch nicht der Regelfall. Da hast du so Stadt-WCs und sowas, das macht nicht immer Spaß. Was haben wir noch? Regierung. Thema Regierung. Auch wenn überall rumgemeckert wird, wir können trotzdem irgendwie dankbar sein, dass es bei uns einigermaßen funzt. Das ist nämlich hier überhaupt nicht so. Was mich auch zur Umweltpolitik führt, das ist bei mir so ein persönliches Thema. Hier wird alles weggekippt, habe ich ja alles schon erzählt. Deutschland ist doch relativ sauber. Es klingt sehr klischeehaft, aber es ist leider so. Stromausfall hast du hier jeden Tag. Bei uns funktioniert es einfach. Das ist ein stabiles Netz. Und hier hast du, wir saßen vorhin wieder im Restaurant und auf einmal war alles dicht. Also duster und so, das war sehr schön. Deutscher Kaffee vermissen wir hier sehr. Vor allem Hartmut. Ja, was noch? Die Menschen hier in Nepal sind sehr offen. Da können sich die Deutschen mal eine gute Scheibe von abschneiden. Und kommen wir zur Weisheit des Tages von Kevin Confucius Schulz. Die da lautet, weiß bleibt der Reis, wenn die Kuh ins Maisfeld scheißt. Sollten wir darüber nachdenken? Ich denke nicht. Schönen guten Abend.